Hallo, mein Name ist Sonja und ich habe eine Frage an alle Kandidaten, und zwar, was würden Sie machen, um das Baurecht im Landkreis zu vereinfachen? Also, Stichwort eigentlich Entbürokratisierung auch beim Baurecht. Frage, ist das sinnvoll? Wir haben es diskutiert, Michael, ne? In unserem Vorgespräch. Bitte schön, wer kann diese Frage beantworten? Auf die Schnelle. Ja, ganz einfach. Bitte schön. Also man ist an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Baugesetzbuch und Bayerisches Baugesetz und die Verordnungen dazu, die können wir nicht außer Kraft setzen. Aber man hat enorm viel Gestaltungsspielraum bei Auslegung bestimmter Begriffe. Und die gilt es zu nutzen. Darf ich eine Frage hinten nachschieben? Wir sind ein Landkreis, der an Einwohnern verliert, und zwar deutlich. Wir brauchen weniger Wohnraum künftig. Ist es ein drängendes Problem, neue Baugebiete auszuweisen? Oder sollen wir nicht eher intelligente Lösungsansätze finden, wieder näher zusammenzurücken und das bestehende Wohnraumangebot zu nutzen? Da heben alle die Hand. Michael, fangen Sie an. Also ich glaube, dass es da nicht die reine Lehre gibt, sondern es muss eine Mischung sein aus beidem. Es ist richtig, dass zum Beispiel unsere Ortskerne tendenziell ausbluten. Und dass man Anstrengungen, zum Beispiel Bodenmeister, wo man jetzt eine Immobilienbörse im Internet, wo man das abrufen kann, auch direkt Kontakt herstellen kann, Preise sieht und so weiter, das muss ein Weg sein. Und ich glaube auch nicht daran, dass heute noch die Zeit ist, große Wohngebiete im Außenbereich aufzustellen. Aber ich glaube, wenn ich die Kollegen richtig verstanden habe, rede über das keiner. Sondern es geht um Härten. Ich würde kein Landrat sein, der sagt, ich genehmige einfach alles, weil man da toll ist, sondern es gibt einfach Härtefälle, wo ich sage, da hört sich der Spaß auf. Wenn zum Beispiel eine Familie im Außenbereich ein landwirtschaftliches Anwesen hat, zwei Kinder, einer erbt es, der andere möchte in dem Hinbau. Da sind Baugründe da. Gibt es eine Rechtslage, gibt es Ermessensspielräume, aber da finde ich es keine befriedigende Antwort, wenn man sagt, jetzt schaust du erst einmal aus dem Ortsinneren, wo du es kriegst, und dann schauen wir einmal weiter, weil da kommt man sich natürlich auch um sein Erbe betrogen vor. Drei Runden soll noch geantwortet werden. Bitte, Heinrich. Baugebiete gibt es in den meisten Gemeinden eigentlich genügend. Und wo noch Defizit da besteht, da kann man ja welche ausweisen. Aber es mangelt meines Erachtens daran, dass man oft bei Lückenschlüssen, bei Ortsabrundungen in den Dörfern, dass man da natürlich Möglichkeiten schafft, eben die junge Bevölkerung vor allem bei uns zu halten, weil wir können nicht nur immer davon reden, dass wir junge Leute da halten wollen oder wieder zurückholen wollen, sondern da müssen wir ihnen auch ein bezahlbares Eigenheim ermöglichen. Und das ist eben im gesetzlichen Rahmen eben hier auch möglich. Und ich bin auch dagegen, im Außenbereich kann man nicht bauen. Wir wollen unsere Landschaft nicht nur weiter zersiedeln. Das steht klar fest. Es gibt gewisse gesetzliche Grenzen, wo es nicht geht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die man im Rahmen dieser Hilfestellung eben angehen sollte. Frau Schmidt? Drei Ansätze bei mir zum Baurecht. Erstens will ich das Personal aufstocken. Ich denke, das Personal im Bauamt ist ein bisschen unterbesetzt. Ich merke es an der Baugenehmigung für die Rehau. Da warten wir jetzt schon seit ein paar Wochen und wäre eigentlich notwendig, dass dieses 6-Millionen-Projekt in Kollenburg so schnell wie möglich realisiert werden kann. Zum Zweiten bin ich der Meinung, dass sich beides bedingt. Man muss die Spielräume, die Ermessensspielräume im Baurecht, was das Baugesetzbuch hergibt, erkennen, und die kann man erkennen. Man muss nicht alles restriktiv auslegen. Es gibt Möglichkeiten von Satzungen im Innenbereich und im Außenbereich, das großzügiger zu sehen, und wie das Beispiel von Michael schon genannt wurde, wenn man im Außenbereich eben bei einem landwirtschaftlichen Anwesen einen Ersatzbau will, dann muss es dort auch möglich sein. Aber genauso sehe ich die Möglichkeit auch in unseren Dörfern, die in der Tat Probleme haben mit den Ortskernverödungen. Wir haben uns hier mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Kollenburg Vitalitätschecks unterzogen. Das heißt, diese Leerstände, wo ältere Frauen oder Männer leben, die haben wir überprüft und geschaut, kann man das Haus abbrechen oder kann man da einen Neubau hinstellen. Das sind Ansätze, die müssen wir in Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung ganz stark forcieren mit den Gemeinden, denn sonst hilft uns draußen auf der grünen Wiese kein neues Baugebiet, wenn die Dorfkerne veröden. Genauso sind mir Mehrgenerationenhäuser sehr wichtig. Das ist auch ein guter Ansatz, um zum Beispiel einmal leerstehende Schulen mit Leben zu füllen. Aber ich möchte die Frage vorhin noch beantworten zum Krankenhaus. Ich würde das auch mit der Service GmbH ein bisschen besser angliedern an die Altverträge, weil ich es auch als sozial ungerecht empfinde. Der Herr Blank. Bitte.
Ja, wichtig ist für mich, ich habe ja dies an alle Haushalte verschickt und da war es in der Tat drauf, auch dass man sagt, wir wollen hier auch Bauplätze. Und für mich ist ganz wichtig, wenn junge Menschen einen Bauplan einreichen, dann muss man den ernst nehmen, weil wir froh sind, dass junge Menschen bei uns bleiben. Das ist einmal die oberste Priorität, das zu schauen. Und sollte hier, und angesprochen wurde ich mehrmals auch bauen im Außenbereich, wir Kommunalpolitiker kennen Sie ja genau diesen Paragraph 35 Baugesetzbuch. Man muss schauen, und das haben wir am Anfang schon mal gesagt, wenn man einen Paragraph biegen kann, dann werde ich den so lange biegen, bis es auch geht. Und damit wir die jungen Menschen bei uns halten können, und ich denke, da muss man gemeinsam Lösungen finden, und das wird natürlich auch eine Aufgabe des künftigen Landrates sein, zu schauen, wo wollen junge Leute bauen, wo haben sie selber den Grund, damit wir sie bei uns halten können. Das werden wir auf alle Fälle, kann ich Ihnen das zusichern. Und die letzte Antwort zu diesem Themenbereich Baurecht. Also ich möchte auf alle Fälle den Eindruck dagegen treten, dass ich da jetzt große Baugebiete ausweisen möchte, nur damit da Baugrund vorhanden ist, sondern es geht mir in der Tat nur um die Fälle, wo zum Beispiel mitten im Dorf ein Außenbereich geltend gemacht wird vom Landratsamt aus. Also 50 Meter neben der Kirche in Breitenbach, wo da einer nicht hinbauen darf, weil es angeblich Außenbereich ist. Und da müssen wir mir von der Verwaltung, vom Gemeinderat hergehen und da dann Ortsabrundungssatzung machen. Dann stellt sich aus, der Herr Hagenauer ist dagegen gegen die Ortsabrundungssatzung aus städtebaulichen Gründen, bis man dann vor das Gericht gezogen war und dann ist es auf einmal gegangen. Also das sind typische Schikanen, die es nicht braucht. Ich sage, die Forderung gerade war, das Personal im Bauamt aufzustocken, im Gegenteil abzubauen. Sonst das muss beschleunigt werden, das ganze die Bauanträge, nicht nur noch mehr Leute, die sich noch Gedanken machen können, was noch fein kann. Also es muss gespart werden. Gutes Stichwort eigentlich. Sehr gutes Stichwort, es kommen viele Fragen rein. Dankeschön, hier ist eine ganz interessante reingekommen.